Damit ein herzliches Willkommen zurück bei den Grauen Wächtern. Wir sind hier immer noch im Edukenteig auf der Suche nach Orgwins Frau Bianca. Und das machen wir natürlich jetzt selbstverständlich weiter. Ich gucke mich natürlich weiter hier um. Wir wollen noch alles noch erforschen hier. Moment, war ich doch richtig, oder? Da geht es nicht weiter, oder? Oder geht es hier weiter? Geht tatsächlich weiter. Na, komm. Nehme ich schon mal mit. Ach, da ist er noch. Oh, da war mehr als ein Ding, ja. Bam. Bitte. Ich nehme an, ihr wollt etwas. Nein, du kannst es immer noch nicht. Oh, Mädel, wozu bist du eigentlich gut? Gucken wir uns mal hier um. Irgendjemand hat diese Tiere abgeschlachtet. Und schauen wir uns jetzt mal natürlich um, was wir machen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Nein, kannst du auch nicht. Leider. Wer hat diese Viecher hier erledigt? Mysteriös. Lyriumstaub, Lebensstein. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Haben wir hier? Großer zwergischer Rundschild. Ah. Ja doch, nehmen wir mal mit. Na komm. Oh, muss ich jetzt extra hier rum untergehen? Menschenskinder. Was haben wir hier? Sehr schön. Geisterscherbe brauche ich nicht. Jetzt haben wir einen großen. Interessant, wir haben jetzt hier einen großen Weg gemacht. Du bist einmal im Kreis gelaufen? Hätte mich jetzt nicht gewundert. Mal auf die Karte. Du bist echt jetzt einmal im Kreis gelaufen, offenbar. Na denn. Dann können wir auch wieder zurück zum Dingsteig gehen, zum wie heißt der jetzt? Zum einen Teig da. Wo wir eigentlich hin müssen. Ach, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Caridens Kreuzung, genau. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Ach ja, wisst ihr noch damals, dass wir diese Typen erledigt haben? Das war ein Abenteuer. Also, da lang. Ach, da, okay. Boah, diese Teige sind auch riesig, ey. Frag mich, warum die sich nicht alles ausbauen. Dann hätten die noch eine viel größere Stadt. Kommt mit, meine Freunde. Ich bin euer Held. So, wir gehen zur Guardians Kreuzung. Das ist Orsama, die tiefen Wege. Ca
Caridins Kreuzung. Unglaublich, dass Harrowmont diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Was ist so wichtig am Ortenteig? Er ist das Zuhause von Caridin, dem Paragon, der den Amboss hergestellt hat. Bevor er sein eigenes Haus gegründet hat, war er ein Orten. Und er hat auch später einen Großteil seiner Zeit in ihrem Teig verbracht. Branka war der Meinung, dort hätten sie die größten Chancen, den Amboss zu finden. Wisst ihr sonst noch was über diesen Amboss? Außer Caridin wusste niemand wirklich mehr über ihn, als dass er irgendeine vom Stein gesegnete Macht besaß. Jeder einzelne Golem, der jemals im Reich gesehen wurde, wurde auf dem Amboss geschmiedet. Aber wie sie genau geschaffen wurden, wusste niemand. Dennoch war sich Branka sicher, sie könnte es herausfinden. Seht ihr schon... Wer war nochmal Caridin? Nur Brankas Held und der berühmteste Paragon, der jemals aus der Schmiedekaste hervorgegangen ist. Er hat den Amboss hergestellt und er ist der Einzige, der jemals sein Geheimnis kannte. Bevor er sein eigenes Haus gegründet hat, war er ein Orten. Und er hat auch später einen Großteil seiner Zeit in ihrem Teig verbracht. Branka war der Meinung, dort hätten sie die größten Chancen, den Amboss zu finden. Also, wo ist hier, wohin wir müssen? Ei, Branka hat Karten des Alten Reichs gefunden. Hier ist so viel eingestürzt, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg zum Orternteig. Seht ihr schon Spuren von Branka? Noch nicht. Aber ihr könnt mir glauben, dass sich das ändert, sobald wir auf dem Weg zum alten Ortenteig sind. Sie war auf dem Weg zu Caridins Zuhause. Sehr gut, gehen wir. Ich warte seit 2 verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. Ja, das glaube ich dir. Du willst aber deine Frau wiedersehen. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Harrowmonts kleinen Lakaien. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Und ja, da ist wieder kaum. Fantastisch, einfach fantastisch. Schön, wenn Liliana einmal K.O. geht. Das ist so hilfreich. Der Besuch. Naja, die wollten wohl nicht, dass wir sehr schön hier reingehen. Egal. Jetzt sind es ein paar Zwerge weniger. Ich muss mich wohl bei der Schwester entschuldigen. Entschuldigen? Wofür? Für den Vorwurf, die Schwester sei leichtgläubig, weil sie an Dinge glaubt, die nicht real sind. Ach das, das hatte ich bereits vergessen. Danke für die Erinnerung. Es wäre vielleicht tröstlich, daran zu glauben, dass so mancher Vorfall einem größeren Plan folgt. In all den Jahren der Versteinerung in Honleith wäre es schön gewesen, daran zu glauben, dass es dafür einen tieferen Grund gab. Wisst ihr denn, ob es nicht so war? Vielleicht hat euch der Erbauer auf diese Weise hierher gebracht, zu uns. Ihr sagtet einmal, euer Dasein hätte weder Sinn noch Zweck. Vielleicht sucht ihr einfach nur an der falschen Stelle danach. Mag sein. Ich werde darüber nachdenken. Gut. Dann denkt mal darüber nach.
warte mal. Jetzt ist die Frage, wohin wir müssen. Ich habe keine Ahnung, die Karten sind nicht komplett aufgedeckt. Geht einfach mal hier rein. Ich hoffe, ich finde hier was. Oh, ja, du kriegst mich nicht hier. Freust dich dann noch? Na komm. Ach, jetzt komm schon, lass dich ausrauben. Das nehme ich an mich. Oh, ihr habt nur Geld dabei. Oh. Na komm, steh auf jetzt. Na komm jetzt. Ah, Orgon. Warum nimmt Orgon seinen verdammten Trank nicht? Ich bring den Kerl um. Nimmst du bitte aber dein Tränkchen. Ja, Mann. Oh, super, ich bin auch noch tot. Ich geh mal lieber. Und bin tot. Nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Jetzt machen wir erstmal von vorne hier alles. Nun. Ein Erbauer! Ich werde es. Na komm, da ist er los, Schläger. So. Jawohl. Ich sollte öfters zwischenspeichern. Na komm, rüsten wir mal Liliana mal ein bisschen besser aus. Helm von. Was hat sie denn? Ich muss mal gucken, was sie alles hat. Kettenrüstung, Stiefel. So. Was hat sie an Waffen hier? Bergische Streiter, so tappt er durch. Ich muss gucken, was ich hier am besten gebe. Dann
damit sie ein bisschen stärker wird. Und Arwen bitte auch. Das ist zweihändig, ja, das ist zweihändig. Dann noch einmal. Warum starrt die Bardin mich so an? Ich spiele mit dem Gedanken, ein Lied über euch zu schreiben. Die Statue mit dem Herz aus Gold oder so ähnlich. Glaubt es, mein Herr. Es ist aus Stein, wie alles andere auch. Aus kaltem Stein. Ich meinte damit, dass ihr ein gutes Herz habt. Zumindest ist das mein Eindruck. Und das nennt man dann ein Herz aus Gold? Warum? Weil Gold wertvoll ist und glänzt und ja. Ein gutes Herz ebenso wertvoll ist. Glänzt. So könnte man es ausdrücken. Mein Herz glänzt nicht. Ich töte. Und das häufig und nicht ohne Freude daran. Ihr hattet ein schweres Leben. Tief im Innersten, im Kern eures Seins, seid ihr ein gutes Wesen. Daran glaube ich. Obgleich ich diese Seite noch nie gezeigt habe. Sehr seltsam. Ihr besteht nicht nur aus Stein, Shael. In euch steckt ein fühlendes Wesen. Falls dem so ist, dann nur, weil ich eins gefressen habe. Hä? Oh Gott, Shael ist so krass drauf, ey. Mann. Die sind echt ganz komischer Golem. Das sind die andere Wesen oder andere Monster oder was? Hä? Ich bin verwirrt. Wow, geht nie ab. Na komm schon. Ey, Liana, das ist unglaublich, wie schwach die Frau ist. Oh, jetzt bin ich an der falschen Stelle hingegangen. Ich wollte auch die dunkle Bruder vernichten. Weil mein Kerl würde ich eigentlich eher machen. Aber ich weiß, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Also möchte mal ganz zurück. Es tut mir leid, aber ich möchte gerne alles hier clearen. Oder cleanen. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Aber ich möchte gerne alles sauber machen. Und zwischenspeichern. Na komm. So, gespeichert. Komm jetzt, greif an! Moment, ihr nehmt erstmal eure Medizin, bevor ihr mit ihr in den Kampf lauft. Vor allem du, Orgon.
komm jetzt. Greif an. Liliana. Den kriegt er auch gleich zu Boden. Oh nein! Liliana! Warte mal. Ja, Liliana, kümmere dich mal um den... Du kümmerst dich um den da. Und Shell kümmert sich um den hier. Aber erstmal nimmst du deine Medizin ein. Na komm jetzt. Jawohl, Shell ist eine Stufe aufgestiegen. Bam. So. Ich glaube, ich wurde unter einem Felsbrocken begraben. Das ist eine Beleidigung für Shell. Fehlerhafter Blitzkristall. Wenigstens habe ich die jetzt alle besiegt hier. Gott sei Dank. Hä? Hä? Wo denn? Da oben. Hey, warum ist jetzt tot? Hä? Okay, es wird mir ein bisschen zu doof. Es tut mir kurz leid. Quatsch. One script. Im PC Mortal war das, ne? PC Immortal. One script. PC Immortal. Warum klappt's nicht mehr? Nochmal. Ich will nicht hier drauf gehen. Aha. Sorry, aber ich schalte es doch gleich wieder ab, aber ich will hier gerne eine Chance haben. Ah, Gott sei Dank. Zeit aufgestiegen. Ah.
die hier besiegen. Wird erledigt. Na, komm jetzt. So. Und jetzt schalte ich es wieder ab. Ganz viel versprochen. Abgeschaltet. 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 Ich halte mein Versprechen. So. Plündern wir die Leute hier aus. Warum sind die auch so stark hier drin? Warum muss ich überhaupt mit Ohrsamer anfangen? Ach ja. Damit ich es gleich hinter mir habe. So. Nehme ich mit. Sehr schön. Also vor ungefähr 8 Jahren, als das Spiel rauskam, habe ich zwar nicht gecheatet, aber ich habe es mir einfach nicht bieten lassen. Shell, komm her. Bist du das Wahnsinn? Ich bin so weit. Also komm mal hier hin. Das ist viel sicher. Hä? Diana? Was war das schon? Aber die schlägt ja immer. Warum klappt der nicht? Ich glaube, ich muss es doch wieder aktivieren. Geht leider nicht anders. Weil davon ist noch ein Ogre. Na, komm schon. Scheiß Ogre. Vielleicht kaufe ich mir in der Stadt einfach mal die nächsten Rundumschläge. Vielleicht wäre es eine bessere Wahl. Immer dieser Befehlston. Na komm her. Daneben. Er ist die Kleine. Jetzt die Großen hier. Betrachtet es als Erledigung. Endlich bist du tot. Aber hier ist auch keiner mehr. Auch mit der Musik dann noch. Wie bin ich hier nur reingeraten? Das frage ich mich auch. Diana, kannst du es knacken, ja oder nein? Nein, kannst du nicht. Nein, kannst du immer noch nicht, aber ich kann dich aufwerten. Klugheit. Wir mal rein. Meisterhafte Kampfausbildung. Fortschrittliche. Ja. So. Ah, ich brauche Klugheit Levels. Benötige Level 12. Machen wir mal. Das hier. Jetzt Shell, Stärke, Konstitution. Steinere Aura.
So. Ich werde es tun. Du kannst es überhaupt nicht tun, Mädel. Aber weißt du was? Solange wir in Orsa sind, machen wir das jetzt einfach. Aber wir machen das jetzt in der nächsten Folge weiter. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.